Seit 1955 findet in Nordhausen das Rolandsfest statt. Einwohner und Besucher erfreuen sich während dieser Zeit an zahlreichen Veranstaltungen und Attraktionen. Natürlich steht der Roland immer im Mittelpunkt des Geschehens. Ihn begleiten der Professor Zwanziger, der alte Ebersberg und die Brockenhexe. Was wir sagen können, oder? Jo. Moin! Das nach den Plänen des Nordhäuser Architekten Gustav Ricken errichtete Theater wurde 1917 eingeweiht. Wie war mir denn? Ich war beim Fernsehen, bin Schwan. Und Froni Feldbusch hat mich gleich ein bisschen aufgepeppt. Oh, Haxen, mein lieber Schwan, was das Geld gekostet hat, dann freu ich mich doch, wie du aussehen würdest, wenn du nicht bezahlt hättest. Nun, der Herr Uffruf, hier gehen Sie dich anzumosern. Wolpul sieht auch nicht mehr aus wie von der gestern. Ebersberg, da kick mal hin, bin Schläfenrot und löse dich ein neues Okular verpassen. Da sieht nicht mehr aus wie Wolpul. Der ist nämlich neue und heißt Jentricke. So. Was denn? Schon wieder ein neuer Brothuser. Wie jetzt so? Essen noch jung? Essen was für mich? Kann denn auch was? Oder hat er auch nur so große Fresse wie ihr drei Karetz? Versuchst du mit den Schlachtschwertrochen, wenn wir gehen kackst. Roland, ihr wollt mich doch nicht alleine los. Da kriege ich gleich
Hexedachen und Bäwachen. Haxen, weil du dich wieder so aufhörst, du sind wie wack. Nun immer hergeblieben. Wenn jeder gleich Opa wollte, nur weil hier was nicht passt, nur dann hätten wir noch weniger Inwohner in Nordhusen. Ja, wo klatscht man schön. Jo, die Dörfer drin, die waren nämlich auch immer weniger, wo man sich mal noch neue Inwohner lange kennt, nicht? Die, da müssen sie mal wieder rein und selber ein paar Inwohner zusammenbasteln. Ich glaube, die Jungen, die meinen, man könnte sich aber das Handy vermehren. Zum Spazierengehen lädt der Park neben dem Stadttheater ein. Vorbei am Neptunbrunnen lässt sich unter herrlichen alten Bäumen Ruhe vom Alltagstreiben finden. Nur einen Sprung ist es bis zum ehemaligen Entbindungsheim in der Riemannstraße. Hier wurde am 13. November 1937 Dieter Schlegel geboren. Unweit der alten Stadtmauer kann man die Rolandsgruppe als Brunnenfiguren betrachten. Ein Denkmal neben dem Rathaus erinnert an die Opfer der alliierten Bombenangriffe in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges. Während dieses Infernos wurde die Innenstadt Nordhausen zu fast 74% zerstört. 21% der Bevölkerung starb unter den Trümmern. Wahrzeichen Nordhausens ist der 62 Meter hohe Petri-Turm, dessen Bau auf das Jahr 1362 zurückgeht. Eine der ältesten Kirchen in Nordhausen ist die evangelische St. Plasi-Kirche. Schon 1234 wurde sie in einer Urkunde Kaiser Heinrichs VII. Erwähnt. Der heutige Kirchenschiffbau wurde 1487 begonnen und 1490 vollendet. Die Kanzel mit den Alabasterreliefs wurde 1592 vom Bürgermeister Cyriacus Ernst gestiftet. In den Bildern erkennt man die Geburt Christi, den Sündenfall, Christi Taufe, den Gekreuzigten zwischen Maria und Johannes und die Auferstehung Christi. Der Taufstein stammt aus der gleichen Zeit.
Geht man vom Luderplatz in Richtung Königshof, sieht man die alte Hauptpost. Ein sehr schönes Gebäude aus dem Beginn des vorigen Jahrhunderts. Es überstand die Bombenangriffe fast unbeschädigt. Auf unserem Weg zur Wassertreppe kommen wir an der neu restaurierten Freimaurerloge vorbei. Am oberen Ende der Wassertreppe befindet sich die Fingenburg, ein gotisches Fachwerkhaus aus dem 15. Jahrhundert, das heute Sitz der Kreishandwerkerschaft ist. Schon bald erreichen wir den Eingang zur ehemaligen Synagoge und das Wohnhaus von Christian Gottlieb Schröder, dem Erfinder des Pianoforte. Alte Fachwerkhäuser in verwinkelten Gässchen säumen unseren weiteren Weg zum Dom. Der Dom zum Heiligen Kreuz geht auf die Gründung eines Nonnenstiftes im Jahre 961 durch Mathilde, der Witwe Heinrich des Ersten, zurück. Reste des Kreuzganges, die unteren Teile der Türme sowie die Krypta sind romanischen Ursprungs. Zwischen Dom und Humboldt-Gymnasium liegt der Eingang zum ehemaligen Propsteikeller. Das ist der sogenannte Propsteikeller. Propsteikeller deshalb, weil